Kerzen soll ich da mitnehmen? Nein, das wäre es jetzt noch. Gut, hat man eigentlich sowas wie eine Karte? Nein. Nur Notizen, was versperrt ist. Nur Klavier spielen. Ah, das funktioniert nicht. Wir sollten uns solche Sachen wie hier mal markieren, dass wir wissen, da waren wir schon. Heilige Mutter Maria. Eingemauert mit meinem Sohn. Ein Stuhl und ich werde ihn benutzen. Waren das Stimmen? Moment. Funktioniert alles? Ja. Sag nicht, da ist schon wieder eine Kakerlake. Wo bist du, dummes Vieh? Bodentiefe Fenster und dann ist da Winkel, auch sehr praktisch. Du bist keine Person, oder? Das wollte ich nicht. Ach Mann. Gut. Gut, da jemand. Oft ist da. Oh. Da tropft ja Blut runter. Da war schon wieder einer. Was eigentlich? Jo! Leichte Kopfschmerzen haben wir. Mein körperlicher Zustand ist gut. Okay. Ich hoffe, da war keiner mehr drin. Oder? Jetzt verpiesel dich! Geh weg! Wieso? Oh, weil es leer ist. Rollen über Schriftrollen. Okay, den Raum mit den Karten ist er. Oder einfach mal runtergefallen. Ich bin gleich von Preußen. Mittelpreußen. Ganz in die aneinander. Drei Briefe. Nicht für uns. Gut. Ich ja zurück. Da kannst du sie nur nicht sehen. Ja, die sind nicht für uns. Ja,
das aber was denn? Ha! Ja, nimm's, danke. So, was hast du uns zu sagen? Erstmal bringst du uns unter den Tisch, okay. 17th May 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. Du warst der... I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Eigentlich sind wir längst tot. Was haben wir da gefunden? It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Ich kann davon nicht wegsehen. I reached out, closing it in my hands. Was ist das? The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety. Grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Hättest du es mal da gelassen und nicht angefasst, oder was? Geht's uns? Sind die Spinnen aber groß. Was hätte ich nicht übersehen? War das? It won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Haben wir jetzt endlich eine Karte? Nein? Hast du alles versaut? Wo ist der Topf hin? Der ist plötzlich weg. So, was ist in der Kiste drin? Uhuhu. Das werden wir wahrscheinlich gebrauchen. Sieben Stück haben wir. Was ist das? Für die Laternenflamme erlischt die Flamme, kann die Laterne nicht mehr genutzt werden. Achso, das zeigt mir an, wie viel. Aha! Hier haben wir alles jetzt. Ja. Ach nö. Kacke. Hau ab! Geht weg! Ja, noch einer.
weg. Keiner mag euch. Das war ich nicht. Wer hat das aufgeklappt? Ich war das nicht, das war zu gewesen. Ist was. Was verbreche ich aber nicht mit der Hand. Oh, irgendetwas. Ein Stuhl. Wenn du ein Objekt in der Hand hältst, kannst du es mit rechter Maustaste werfen. Will ich da rein? You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful with that. Yes, Daniel then. Dunkle Räume, ich hasse sie. War hier versteckt, oder? Oh, Moment mal. Wie kommen wir da dran? So. Dankeschön. Hiesige Folklore. Altstadt und Schloss Brennenburg 1801. Der sagenumwogene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten dieses Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhigen bewaldeten Berge, ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervollen malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet. Und den Durchreisenden bietet sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten ihre Dienste aufgegeben haben, den kalten, dunklen Wald verließen und dazu verdammt waren, immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper, von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihr Wesen verändert sich. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich wusste zwar, dass Amnesia so ist, aber nein. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschrieb sie als grauliche Wiedergänger. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Oh, vielleicht begegne ich ja keinen. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Oder doch? Man kann ihre Opfer um ihr Leben kämpfen hören. In feuchten Leinensäcken, die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten. Welche dunklen Ziele mögen sie verfolgen? Der unbekannte Besucher.
Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf die nordwestliche Lichtung zu forschen und wurde nie wieder gesehen. Also mehr als 14 Tage. Das heißt, er starb etwa 10 Jahre später im Chernobyl. Chernobyl? Das gemeint? Nur anders geschrieben? Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein. Man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in den Wäldern besuchte? Und was ist mit ihm zugestoßen? Das heißt auch immer, es gibt Doppelgänger. Vielleicht das? Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brandenburg lebt mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss nahe Adelstadt. Ich hoffe, dort befinden wir uns nicht. Und wie es bei den meisten adeligen Geborenen der Familie der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Adelsmann aus dem Rheinland, niedergerichtet, der die Rolle des Beschützers des preußischen Staats für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang hohes Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnten daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen hierher kam, während der Zeit der Besetzung gelebte und wie die großen Führer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat.